Hallo und willkommen zurück zu Allison hier in Heart Medicine. Also zu Allisons Ding hier in Heart Medicine. Ne, wisst schon, letztes Mal sind so richtig spektakuläre Dinge passiert. Was mit dem Asiaten los? Hat jemand von meinte Jagatronkan? Ich weiß nicht, wenn du dein Tee auf dem Boden stehen lässt, war das wahrscheinlich Princess. Keine Ahnung, vielleicht weiß diese Teeräuber, die sind gerade groß in den Nachrichten. Allison freut sich. Oh, der Vater. Allison. Hast du Daniel gesehen? Nein, aber er könnte nach Feierabend hier auftauchen. Warum? Er sollte wegen der Ergebnisse beim Unfall aussagen. Er hat schon die zweite Anhörung versäumt. Er hat seit dem Unfall nicht mehr mit mir gesprochen. Ich möchte doch nur wissen, ob es ihm gut geht. Tja, mit mir redet er auch kein Wort mehr. Es tut mir so leid, Allison. Es ist nicht deine Schuld. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, lieber Daniels Vater, da bin ich mir auch eher unsicher, ob das nicht doch deine Schuld ist. Das war nämlich nicht alles ganz so geil, wie das so gelaufen ist. Guck mal hier, was kann ich denn hier upgraden? Aha, ich habe neues Zeug bekommen, neues Minispiel. Was grade ich denn mal ab? Hier, so. Ja, okay. Ah, jetzt habe ich zwei davon. Ja, das ist ja auch nice. Habe ich noch Geld? 400 habe ich noch. Aha. Was hole ich mir noch? Den kann ich mir gar nicht leisten, der kostet 750. Die zweite Lage hier, Tragelage. So, machen wir mal, kaufen wir mal alle hier, ne? So, jetzt sind wir gut ausgerüstet und wir können den Tag starten, ja? Hilf nicht mehr als 15 Patienten pro Minute. Warte, ich darf nicht mehr als 15 Patienten pro Minute helfen. Wie soll ich denn... Okay, also das ist, glaube ich, nicht schwer, oder? Ich bin eh generell eher so der langsame Helfer. So, hier noch helfen hier. Du kannst schon mal hier Treppen steigen gehen. Und du wirst gerieben. So, nicht mehr als 15 Patienten pro Minute. Ich denke, das ist okay, oder? So wie das hier läuft. Ah, guck mal, da brauche ich hier dieses Material. So, und du dahin. Der Patient benötigt eine therapeutische Massage. Ich fange hier an. Aha. Denk immer daran, wenn du schneller bist, verdienst du mehr Herzen. Ja, ist ja gut, Alter. Stress mich nicht so. Du kannst jetzt mal hier hingehen. Wo ist denn der? Da ist Melvin. Na? Was brauchen Sie? Ach, ein bisschen ziehen, ne? Okay, einmal Krückis. Zu dem Kameraden hier. Du kannst dich da hinlegen. Du kannst hier ein bisschen trainieren gehen. So, und die schmeiße ich mal raus. So, und dann das. Und dann du dahin. Und dann gehst du auf die Treppe. Und du wirst mal hier so ein bisschen durchgequetscht. Ah, Schlüsselbein gebrochen. Ah, Schulterblatt gebrochen. Sehr gut. So läuft das. Ja, so läuft das. So nicht anders. Okay. War das jetzt gut oder war es jetzt schlecht? Hilf nicht mehr. Habe ich jetzt zu vielen geholfen oder habe ich zu wenig geholfen? Ich verstehe da noch nicht so das ganze Prinzip. So. Okay, das war ein bisschen komisch gerade. Komm doch hier hin. Du brauchst einen Verband. Okay. Und dann auf die Treppe. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz genau, wie das hier mit dem Ding da läuft. Da kriege ich jetzt wieder was dazu. Okay, das läuft wieder besser. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut, oder, was ich hier tue? Ich weiß gerade gar nicht. Ich kann es nicht so recht einschätzen. Warte mal, du kannst da hingehen. So. Okay. Du kannst... ich habe jetzt hier keine... Muss ich das mal rauslöschen hier, okay? So, ich brauche mal eben das und dann brauche ich mal eben das. So. Dann ist ihnen allen hier geholfen. Ich massiere mal eben. Schön. Gute Massage. Aber die könnte ich jetzt auch gebrauchen. Tut irgendwie mein Rücken voll weh. So, tu mal hier hin. Ah ja, genau. Du wolltest Krücken haben, guter Mann. Und ein Eiskissen. So.
Ah nein, ach, da hätte ich das Eiskissen noch gebraucht. Ich kassiere erstmal die Leute ab. Einmal Eiskissen. So, hier bitte. Du kannst auf die Treppe gehen, du kannst schon mal trainieren gehen. Du kannst schon mal hier drauf gehen. Und du willst boxen. Bam, 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 bam. Sehr gut. Oh, das ist, Leute, hier geht's ja ab hier ohne Ende. Das ist ja der Hammer. Ja, ich bin ja gleich da, mein Gott. Boah. Voll das Schulterblatt gebrochen, ey. Er braucht hier so ein Arzneimittelchen, was auch immer das sein soll. Gut, einmal Krückis. Und einmal das hier. Ah, nochmal so eine Massage. Ja, kein Problem, mache ich. Massagen gibt es ja bei mir zu Genüge. Einmal noch Boxtraining. Oh, oh, warte, bin ich voll schlecht gerade. Gott, bin ich hier schlecht. Wieso bin ich hier so schlecht? Okay, ich muss die rausschmeißen. Tschüss. Okay, so, und da mal nachfüllen. Der Kinders, kommt mal hier hin. So, und du da, und du da. Was brauche ich denn? Ich brauche diesen und noch einmal davon. So, und den kriegst du, und den kriegst du. Dann hole ich mal das hier ab. Du kannst dann auch hier raufgehen. Guter Mann. So, und du kriegst das hier währenddessen. Du kannst auf die Treppen gehen. Wie kann ich dir helfen? Ach so, einfach mal ein bisschen hier unterstützen. Guck mal, warum läuft das hier nicht? So, läuft nicht. Okay. Was brauche ich hier noch? Ich schicke die mal alle nach Hause. Boah, jetzt habe ich erst meinen ersten Stern erreicht. Boah, ich bin nicht so gut. Ich war nicht so gut. Es war kein guter Tag. Achso. Achso, ich muss noch hier weitermachen. Okay, ja, ja. Ich dachte, es wäre schon vorbei. Ist ja gut, ist ja gut. Ich kümmere mich ja schon um den Rest noch hier. Okay. Handtuch. Wieso gehst du nicht da? Achso, der muss da hin. Okay, du musst da hinlegen. Oh, euch geht's nicht so super gut, oder? So. Das habe ich noch nicht so ganz genau verstanden, ob ich das jetzt erfolgreich gemacht habe oder nicht. Ui, das ist aber eine interessante Massagerunde hier. Schön. Was brauchst du, junger Mann? Auch nochmal eine Reibung. Okay, ich glaube, ich war jetzt zu schnell oder war ich zu langsam? Hilft nicht mehr als 15? Okay, das habe ich richtig gemacht. Ich war langsam genug quasi. Ja, aber der Tag war schlecht, oder? Also meine Ergebnisse waren nicht sonderlich gut heute. Oha. Zeit für einen Spaziergang, Prinzess. Schwing die Hufe. Ein wenig frische Luft würde mir wirklich gut tun. Danke für die Einladung. Du bist doch nicht an der Reihe. Du musst dich hier hinten anstellen. Hinter ihr anstellen. Aha. Ach so, weil sie die Prinzess ist. Ach, ist ja süß, oder? Naja. Verstecke dich vor Sophia. Oha, wer zur Hölle ist Sophia? Na du? Hallo, Allison, da bist du ja. Sophia sucht dich schon in ganz Krankenhaus. Du bist plötzlich so blass, ist alles in Ordnung? Was will sie denn von mir? Ist sie wütend? Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie wütend aussah. Achso, Sophia ist die Frau von, die Ex-Frau. Also, ist immer noch Frau. Aber da kommt sie ja, du kannst es selber fragen. Da kommt Sophia. Ich muss mich verstecken. Jedoch nicht dem... Sophia, Sophia, Allison ist... war eben noch hier. Seltsam, sie ist verschwunden. Vor 10 Sekunden ist sie verschwunden. Da entlang. Ach, Sophia, genau. Ach, Allison. Mann, Sophia ist doch voll lieb. Hab nicht so Panik. Was ist los mit dir? Also nein. Allison, Allison, Allison. Das gehört sich aber nicht. Verstecke dich vor Sophia. Okay. Aber die Frage ist, wo verstecke ich mich vor Sophia, oder? Princess! Oh. Weil ich muss mich hier irgendwo verstecken können, oder? Aber ich will mich eigentlich gar nicht verstecken. Das ist eigentlich total unlogisch. Sich vor Sophia verstecken zu wollen, macht gar keinen Sinn.
Also sollte ich es auch eigentlich nicht machen. Hm? Oh. Aber okay, wir machen halt es eben im Interesse von Allison. Ja. Aber ich wäre dagegen, persönlich. Hm? Oh. Sie muss da auch so ein bisschen schon sich konfrontieren lassen dürfen. Hm? Ah. Und ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht genau, wie ich mich wo verstecken kann. Oh, das aber sieht nach einer interessanten Massage aus. Die hätte ich jetzt auch gern so schön. Oh. Einmal so den, das Kreuz entlang gedrückt. Oh oh. Allison, ich möchte nach der Schicht mit dir sprechen. Klar, ich verstehe. Oh oh. Ich habe mich nicht versteckt. Aber das ist doch ganz okay. Ist vielleicht sogar besser so, weil... sie sollten schon miteinander reden. Finde ich. Also finde ich wirklich. Das ist jetzt nicht nur, weil ich das nicht geschafft habe. Ich bin wirklich der Meinung, dass das kurz gut wäre, wenn sie sich mal unterhalten, weil seit dem Vorfall haben sie bestimmt noch nicht miteinander geredet. Ja. Und ich glaube, das würde auch ein bisschen Druck abbauen bei ihr. Wenn es dann nochmal zu einem Gespräch kommt. Und das spendet ihr vielleicht auch wieder ein bisschen Sicherheit, unserer guten Allison. Wieso geht denn das mit dem Ziehen nicht richtig? Wo ist Melvin? Da hinten war er. Ich habe ihn schon gesehen. Ah, Fußknöchel. Was? So, okay. Druff hier auf die Liege. Alle mal weg. Alle mal raus. Ah, ich nehme dir noch mal einmal Arzneimittel mit. So, bitteschön. Und junger Mann, Sie können mal dahin gehen und du kannst mal dahin gehen. Ach, jetzt habe ich das doch gerade mitgenommen hier, das Tonikum. So, und wir brauchen ein Handtuch. Wir brauchen noch hier ein Stück Massage. Sehr schön. Handtuch hole ich sofort. Sie können währenddessen mal hier runtergehen. Du kannst auf die Treppe. So. Schönes Ding. Schönes Ding. Das Kreisen funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Er legt sich mal dahin. Ich finde es auch ein bisschen, wie die alle so ein... Also sie haben alle noch ihren... Ihren Schlafanzug an, ihren Bademantel. Als wäre das gar kein Krankenhaus, sondern ein Wellness-Hotel. Na gut, aber... Sie, das sind halt ihre Krankenhausklamotten, nicht wahr? So. Okay, rein damit. Schön die Knöchel wieder eingerenkt. Bin ja gespannt, ob das jetzt mit Allison eine gute Idee war. Ich halte es jetzt schon fast für eine wichtige Sache, weil... Ich finde es ganz gut, dass sie sich jetzt nicht davor drücken konnte, die Allison. Also ganz ehrlich, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich es verfehlt habe, sondern weil ich ganz ehrlich der Meinung bin, dass es wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen wäre, ihr nicht aus dem Weg zu gehen, sondern mit ihr vielleicht darüber zu reden, auch wenn es ein unangenehmes Gespräch ist. Aber das sage ich jetzt natürlich hier leicht, nachdem ich das sowieso provoziert habe. Kann ich natürlich immer sagen, ja, das war ihr Absicht. So. So viele Leute. Alle mal raus. Macht es gut. Schönen Tag noch. Hals- und Beinbruch. Kommen Sie bald wieder. Okay. Das Handtuch ist hier. Die Schicht geht noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so lange. Also entweder bin ich langsamer geworden oder ich weiß auch nicht. Aber irgendwas. Irgendwie kriege ich meine Sternchen hier nicht mehr so hin. Ich bin einfach langsamer geworden, oder? Ich bin nicht sicher, liebe Leute. Reflexhammer. Einmal ziehen. Ja, das hier, das kostet mich voll viel Zeit, das Ziehen, weil das irgendwie nicht richtig funktioniert. Mega komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. So. Okay. Ah, ist das mit Massageöl oder was? Nee. Okay, den zweiten Stern zumindest geschafft. Aber mit dem dritten wird das wohl nichts. Na, was ist denn hier los? Ah, das mit dem Ziehen, das ist irgendwie komisch geworden. Tschüss, schönen Tag noch. Macht es gut. So, und jetzt kommt das Gespräch, oder? Hat die Panik? Was macht sie? Oh, sie versteckt sich immer noch. Da kommt sie schon wieder. Möchtest du das wirklich durchziehen?
Connor, ich suche Alison schon den ganzen Tag. Hast du sie gesehen? Nein, sie ist nicht hier. Hey, Schätzchen, was hast du denn? Oh nein, Alison. Alison! Oh, sehr unangenehm, sehr unangenehm. Zumal sie sich ja vorhin schon in die Arme gelaufen sind. Ach, Alison, das finde ich jetzt nicht so gut. Oh, nein, wir wollen gar nicht weitermachen.